Das Probenahmeteam betritt den Schadensort. Bei geschlossenen Räumen sollte darauf geachtet werden, dass Türen und Fenster nicht geöffnet werden. Das Team entscheidet nach erster Betrachtung des Umfeldes, wo der Arbeitsplatz eingerichtet werden soll. Um einen möglichst sauberen Arbeitsplatz zu erhalten, wird eine Plastikplane ausgebreitet. Solange der Probennehmer noch nicht in unmittelbarer Berührung mit der Quelle gekommen ist, kann er dabei dem Helfer zur Hand gehen. Nun wird der Rucksack mit den Materialien aufgeklappt. Als erstes wird der Müllsack so positioniert, dass er die Arbeitsbereiche des Probennehmers und des Helfers trennt, aber von beiden gut erreichbar ist. Wenn es die Umgebung erlaubt, kann er mit Gewebeband fixiert werden. Im orangenen Rucksack befinden sich alle Materialien, die für eine Probenahme von unbekannten Substanzen benötigt werden. Liegen keine Hinweise auf die Art der Probenahme vor, sollte er komplett mit in den Gefahrenbereich genommen werden. Gibt es ausreichend Hinweise, dass zum Beispiel nur eine Flüssigkeitsprobe erfolgen soll, können vorher Innentaschen mit anderen Materialien aus dem Rucksack entfernt werden. Dies liegt im Ermessen der Einsatzleitung. Der Probennehmer entscheidet über die Art der Probenahme und meldet seinem Helfer, welche Materialien er benötigt. Bei einer Flüssigprobenahme wie in diesem Fall sind das ein Messbecher mit Trichter und eine Flasche. Alle Materialien werden in einem ersten Schritt mit der zu beprobenden Flüssigkeit gespült. Die Spülflüssigkeit wird verworfen. Sie wird nicht in die Probestelle zurückgegossen. Mit den gespülten Materialien erfolgt die eigentliche Probenahme. Die Flasche wird bis zum Rand mit Flüssigkeit gefüllt. Damit wird ein eventuelles Ausgasen chemischer Stoffe aus der Flüssigkeit weitestgehend minimiert. Die Flasche wird verschlossen. Die Flasche wird außen mit Papier abgerieben und dabei an den Helfer übergeben. Ein Etikett wird mit Datum und der Probennummer versehen und auf die gesäuberte Flasche geklebt. Die Flasche wird lichtdicht mit Alufolie umwickelt. Die Flasche wird mit dem Probenbegleitschein in die Dekonverpackung gegeben. In der Restflüssigkeit wird die Temperatur der Probe bestimmt. -22 °C. Alle Daten werden auf dem Probenbegleitschein notiert. Zur Bestimmung des pH-Wertes wird dem Probennehmer ein Stück pH-Papier mit Hilfe einer Pinzette angereicht. Auch der pH-Wert wird in der Restflüssigkeit bestimmt. Die pH-Bestimmung erfolgt über einen berührungslosen Farbabgleich mit der pH-Farbskala. Der ausgefüllte Probenbegleitschein wird zur Probe in den Beutel gegeben. Dieser wird mit Hilfe der Klebelasche verschlossen.
Die Probe ist nun bereit für den Transport zum Dekontaminationsplatz und das dortige Tauchbad.